Ach, unsere Aufnahme startet auch schon. Dann können wir ja eigentlich fast schon anfangen. Na dann. So, wo bist denn du? Ich bin hier. Wo ist hier? In diesem Dorf. Guck auf die Karte. Hab keine Karte. Du läufst genau auf mich zu, passt schon. Da bist du. Hey, du siehst auch so aus wie ich. Ah, nee, nicht ganz. Nee. Bist du hier in den Augen? So. Ich bin ein Mini-Enderman. So, Im du wirst bestimmt Anzug. wissen, was ich jetzt geplant habe, oder? Nee, ich hatte mir jetzt einfach vor, eine Palme zu bauen. Lass die Palme mal stecken, dann machen wir jetzt was anderes. Paar Kokosnüsse, ein bisschen Wasser drumrum und dann chillen. Nee, erst arbeiten, Schade. dann wird gechillt. Ach man, wie ich das liebe. So, wir machen jetzt einen Vergnügungspark. Ich hatte auch schon mal das Projekt in Erwägung gezogen, eine Achterbahn zu bauen, aber das Ja, Achterbahn geht nicht, aber eher. darum, das klang dann doch sehr schwer. Eine Bahn geht halt, aber Machbar. keine Achterbahn. Ja, geht bestimmt auch irgendwie, aber. So, und jetzt machen wir es dann aber noch hauptsächlich. Ja, ein Park halt, aber auch diese Wasserattraktionen, weißt du, was ich meine? Attrakt, ja. Attraktionen. Ja. Okay, also ein Wasserpark. Aber ich mache das Spiel mal leiser hier. Genau, und ja, nicht nur Wasserpark, aber hauptsächlich Wasser. Machst das Spiel leiser, ja. Ich weiß, Minecraft ist ein unglaublich lautes Spiel. Bist du jetzt schon wieder? Lass mich in Ruhe. So, Wasser. Ich mach das Dorfblatt. Nein! Warum nicht? Was nicht brauchen. Ach ja, natürlich. Entschuldigung, mein Fehler. Okay, warte mal, was brauchen wir denn hier alles? Totenschädel. Nee. Zwei Totenschädel. Was, rote Rakete? So, richt mal irgendwas her, irgendwas. Du wolltest sozusagen eine Achterbahn, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so immer so umsetzbar ist. Ja, eben nicht. Ja, dann fangen wir mit dem Wasserdings an. Okay. Gut, also. Da brauchen wir, ich würde sagen, also wir machen da mehr als ein Ding, aber auf jeden Fall bei einem braucht man eine Höhle, würde ich mal sagen. Okay. Sozusagen so eine Wildwasserbahn, weißt du, was ich meine? Ja. Ist klar, was ich meine. Mehr oder weniger. Sind denn die blöden Steine hier? Hier sieht alles so anders aus mit dem neuen Paket. Ja, du kannst jetzt auch scrollen mit R3 bei manchen. Ja, ich weiß. Gut, ich sag's nur. Ging noch letztens auch schon, oder nicht? Nee, also da war ja noch nichts zum Scrollen. Man So viel konnte gab's sich jetzt auch noch nicht. durchs Menü bewegen. Ja. Hier ist die scheiß Steine, ey. Leck mich doch am Arsch. Was suchst du denn? Dunkle Steine. Dunkle Steine. Na, schwarze Wolle, oder? Steine. Ach so, normale Steine. Seit wann gibt es denn dunkle Steine? Weiß ich nicht, deswegen suche ich sie. Auf jeden Fall mal den Endstein, der sieht schon mal gut aus. Und den Bedrock. Obsidian, der ist ja eigentlich auch dunkel. Mal schauen, was die für einen Boden haben. Müsste der Kiesboden sein, ey, du Hirsch. Müsste Kies sein, oder? Ja, gut. Okay, dann nehmen wir das doch mal schon als Weg hier. So, dann machen wir. Ganz schön dunkel, warte mal. Betten? Wo könnte man nochmal heller machen? Indem man schläft. Ach so. warte. Hilfe, Einstellungen, Grafik, Nein, nicht Gamma. so heller, dass man wieder auf Tag stellt. Oder ging es bloß bei Ach dem so. Computer? Ich weiß es gar nicht mehr. Also doch, ne, nur im Bett schlafen. Warte, ich Nee, baue hier nicht schon was. schlafen. Doch, schlafen. Hier, ich baue uns hier mal zwei Betten Und dann noch nebeneinander, du schwule Sau, oder hin. Na klar. was? Stehst im Bett. Live läuft sogar gerade relativ gut. Hey. Dann leg du Ach, mal guck den an. Kies hier hinter mir hin, den Weg da, den ich jetzt baue. So. Okay. Okay. Kies, ich muss erst suchen. Sieht so aus wie das Ding, wo du gerade drauf stehst. Kies. Was ist das? Eisenblock.
Quarzblock. Nee. Bewegung, Bewegung. Gibt's nicht. Wir mussten Pflasterstein, Kies, gefunden. Hoppla. So, und dann jetzt hier so ein Eingang. Ist klar, was ich meine? Eine Tür. So, weißt du. Hätte ich die Fackel noch gar nicht hinmachen brauchen. Das ist Dreck. Komm, Batas. Haben wir schon mal den Voreingang. Ein Voreingang? Also noch ein Haupteingang, oder? Ne, das ist jetzt der Weg zum Eingang hin. Also der Prä-Eingang. Ja, sozusagen. Da könnten wir eigentlich schon den Eingang draus machen, rein theoretisch. Okay. Der Prä-Eingang. Was ist das? Ein Eingang. Was das ein Stein ist. Der Prä-Dog. Redog. Ah. Das ist dieser Unkaputtbare. Was hermachen? Hehehehe. So. Passt auch, springen durch, stößt in den Kopf, alles gut. Was machst du denn jetzt? Legen wir da einen Kies drunter. Wird doof aus, wenn dann da Wiese ist. Was liegt da? Ach, du hast die Betten zerstört. Ja, ich weiß. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee, aber das wechselt so schnell. Das stresst ganz schön. Der wechselt. Tag und Nacht. Wie in echt, wenn man die ganze Zeit spielt, dann wechselt es auch so schnell. Naja, nicht ganz. Hey, du kannst ja fliegen. Will ich. Ein Superman. Ich will auch. Geht nicht. So. Türen. Oder was hast du jetzt vor? Ja, ja, Tür wäre mal eine Idee. Hast du hier auch Kies? Nee. So, und jetzt hier so ein... Alter quasi. Also zwei Schalter. Was für welche? Druckplatten? Nein, nicht so ein Schalter. Kartenkaufschalter. Ach so. Wo willst du den hinmachen? Hier so mehr seitlich? Ja, also ein links, ein rechts. Irgendwie so. Zwei. Ich habe das gerade so ein bisschen im Kopf von South Park hier, Cartman Land. Also bloß ein? Naja, ich denke mal, einer wird reichen. Werden wir ja sehen. Warte, dann machen wir den. So. 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 Das Eisen. Natürlich. Okay. Ja, machen wir, haben Autorität. So, dann ist hier der Schalter. Direkt von da. Ja. Wenn wir bloß einen haben, reicht's ja. Ah. Ah, ne, das ist ja auch blöd.
Darum, ich würde sie auch lieber seitlich machen. Hier so, jetzt wo ich bin, oder da wo du bist. Ach so, was ist denn hier? Seitlich halt. Ja, dann können die hier vorbeilaufen, dann. So. Wehren wir hier noch ab. So. Und hier am besten noch alles mit Kies. Ja, genau. Da können wir noch so ein Glasding hinmachen. Fenster? Ja, hier so Glas halt. Ja. Da geht immer auf die falsche Taste, ey. X. Was muss ich Glas mal erst wieder finden? Das ist zweites bei Dekoration. Ah. Glas oder Glasscheibe? Also ich würde Glasscheibe nehmen. So, oder? Ja. Oder machen es noch eins höher, dass man da sozusagen unten durchgreifen kann. Gut, der fixe Springer halt. Verdammt, der Hacke. Ja. So quasi, dass man unten durchgreifen kann. Ja. Ja, passt so. Von Weitem sieht das ein bisschen komisch aus, aber. Ja, weil es quadratisch ist. Ja. Ja, es ist erstmal das Grundprinzip, das kann man ja im Nachhinein dann immer noch ändern. Ja. Wenn du so einen Tunnel willst, dann würde ich aber vorschlagen, dass wir irgendwie einen Berg bauen. Ja, und dann einen Tunnel reinmachen. Mauchen. Dann mauchen wir einen Tunnel rein. Yep. Aber wie kriegen wir einen halbwegs vernünftigen, optisch gut aussehenden Berg hin? Ja. Ah. Gute Frage. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Hast du hat er dann doch viele Kanten. Ja, genau. Wollte ich auch machen. Siehst du? Ey. Soll ich denn, wieso hast du 64 Fenster? Weil ich die gerade weggeschmissen habe. Ja, merke ich, jetzt habe ich sie. Ich schmeiß sie in die Totenzelle. Totenkopfzelle. Ja. Sie fix. Wo waren die blöden Schilder nochmal? Auch das zweite. Bei Dekoration direkt neben den Fenstern. Achso, das sieht jetzt so vollendet aus. Ja, das hat mir am Anfang aber auch Probleme gemacht. Da habe ich mal das Wasser wie bekloppt gesucht. Was ist das? Gegenstandsrahmen. Achso. Kann man das Schild hier drauf machen? Hey, das hat aber auch was, wenn man das Schild jetzt hier hin macht, wo ich es jetzt habe. Hm. Und je nachdem, in welchem Winkel du stehst, so ist dann auch das Schild. Scheint so. Huhu, hey, wie schwul ist denn das? Huhu, wer schreibt denn Huhu? Ich schreib das. Ist doch ein Schwurzel. Danke. Das soll eigentlich nur ein Test sein, aber dafür zerstör ich. Welcher Kerl schreibt denn Huhu? Na, ich? Ja, du. Oh, soll ich sonst schreiben? Tüdelü? Ja. Tüdelü, genau.
Wartezeit unmittelbar vom Schalter, ab hier 5 Minuten. Ja, ja, das ist ja der Witz dran. Ich mach noch Nickerchen. Da siehst du, es wird schon wieder dunkel. Ja, hier bei den Fackeln ist es hell. Bitte nicht vordringen. Ja, es wäre immer besser, wenn du ein realistisches Bild vor Augen hast, sag ich mal. Ein realistisches Bild in meinem Kopf. Ach was, ich dachte in deinen linken Fuß. Ja, auch. Das könnte ich jetzt auf das Schild schreiben, mir fällt nicht ein. Lululu. Jetzt Lululu hinschreiben. Das ist wieder typisch. Jetzt kann ich kein Euro-Zeichen machen. Ich muss Dollar-Zeichen erhalten. Euro gibt's doch auch. Nee, ich kann nicht L2 drücken. Funktioniert nicht. Du stellst dich bestimmt wieder an. Es geht nicht. Es geht schon. Stellt sich bestimmt wieder erste Larry an. Habe ich mein Gras wieder weggeschmissen, ey. Ach du Arme. Was für Arme? Arme hat doch sein Gras weggeschmissen. Ja. Achso, warum habe ich jetzt da die Fackel nochmal drin? Geiz, Kruzi, fix. Larry, du bist schuld. Entschuldigung. Nee, sowas ist nicht entschuldbar. Ich habe viel zu wenig Platz in dem scheiß Inventar. Was denn du schon wieder? Gar nichts. Was soll ich denn machen? Mikro rumlutschen. Tue ich nicht. Der Kopfhörer sitzt nur schief. Achso. Der drückt mich vor. Kopfhörer. Was machst du da? Brauchst du wieder runter? Also nee, das. Ah, aber. Au, oh, mein Fuß. Ah. Ja, die blöden Türen. Die habe ich, hab ich vorhin noch gesucht. Ich habe die vorher gerade mal gesehen irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Ach, ja. Nee. Hier, erstes. Ach, da, tatsächlich. Ich brauche ja den komischen Hebel auch wieder, oder? Hebel, ja. Hast du mir jetzt ja wieder hingeschmissen? Mein Schild. Mal dein Schild da sonst wo stecken. Herrgott, Larry. Ich weiß, oh, eine Ente. Das ist jetzt, ich glaube, wenn das jetzt wirklich neu ist, dann ist das eine richtig geile Neuerung. Und was zwar, wenn die Enten Eier legen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder nicht. Manchmal kannst du das eine Ei wegschmeißen. Manchmal ist es vielleicht ein Bug und du kannst unendlich Eier wegschmeißen. Und die zerbrechen und ungefähr aus jedem fünften Ei schlüpft ein kleines Küken raus. Und die rennen dann alle der Entenmutter hinterher. Aha. Ich frage mich, wie ich bisher ohne diesem Feature leben konnte. Die Ente. Hört, muss ich die Treppen finden. Na, die sind auch, wenn du runterscrollst. Gleich im ersten. Tatsächlich. Hoch. Auch schon an, ey. Oh, zwei Schalter für zwei Türen. Das ist aber echt buh. Gar keine Tür mehr. Hast du jetzt davon? Oh, nee, jetzt habe ich eine. Hier, kannst wieder an. Was hast du? Eine Tür eingesammelt. Wo Scheiß Tür schon wieder. Das
Lass mal meine Türen in Ruhe. Ja, würde ich ja gerne. Die kommen ja zu mir. Nee. Im Autohotel. Hier ist es so eng. Muss ja auch kein Platz sein. Ich bin weggelaufen, du Bock. Fängst du gleich hin. Scheißliga. Was machst du denn? Arbeiten. Du kannst auf eine Treppe keine Tür bauen. Ehrlich kann ich das. Nein, kannst du nicht. Ist doch, wie ich das kann. Okay. Ja, merke ich. Ja. Scheiße, kann ich nicht. Toll, dass du das gemacht hast. Hätte man früher sagen können. Dann baust einfach eins weiter nach vorne. Ein, ja, genau, und jetzt halt. Ich weiß, ich mach das nicht zum ersten Mal. Ja. Zweiten Mal. So sieht's aus. Wieso sind die Türen jetzt beide in. Die eine ist falsch rum. Ja. Die ist falsch rum. Beide falsch rum. Nein, eine. Wie können denn beide falsch rum sein? Jetzt sind sie richtig. Genau. Warum geht die nicht mehr zu? Wenn ich die von außen innen zu machen muss. Nett. Okay, fix, lass meine Türen ruhig. So. Geht's auch von innen? Sollte es. Tut's aber nicht. Ja, weil du es am falschen Block gebaut hast. Hab ich nicht. Doch. Das bringt dir hier herzlich wenig. Dass du immer alles von mir umbauen musst, ey, du Schwein. Ja, wenn es nicht funktioniert. Funktioniert doch. Darum habe ich dieses Druckplattensystem. Da sparst du dir diesen ganzen Ärger. Du läufst einfach drüber und kannst gleich durch von beiden Seiten. Und es öffnen sich beide Türen. Ich weiß. So, jetzt machen wir. Hier noch tief weiter. Die Schafe sehen richtig hässlich aus. In dem Pack. Ja. Yep. So asiatisch. Du Rassistenschwein. Das hat doch nichts mit Rassistenschwein zu tun. Komm gleich Autospeichern. Weg. Das war bei mir letztens auf 120 Minuten eingestellt. Warum auch immer. Ich wundere mich, warum das ewig nicht speichert. Ja, und ewig speichern. Nein. Los, du blöde Ente, leg ein Ei. Ach, sei ruhig. Danke. Was mich auch noch ein bisschen stört, ist diese Tierwelt. Es sind viel zu viele eigentlich. Wo du hinguckst, sind überall Tiere. Tierfeind. Ja, gerade ich. Ja, gerade du. Schmeißt dir gleich die Türen gegen. Hier. Was los? Halt mal deine Tür für dich. Ja. So. Jetzt haben wir den Anfang schon mal. Ja. Oder wir machen dieses Haus da in Rot irgendwie oder machen jetzt noch einen roten Mantel drumherum. Warum hast du mein Schild abgerissen? Welches Schild? Mein Schild. Welches Schild? Das hier. Tickets $9. Seht ihr nicht. Ach, muss ich schnell machen. Rote Wolle. Nein, Larry, du stellst dich immer an. Ja, wenn du meine Schilder abrupst. Nee. Keine Beweise, dass ich das war. Naja, ich war es jedenfalls nicht. Ah, und dann war es ich. Doch, ich habe einen Beweis. Welchen denn? Den du gerade aufnimmst. Ich nehme mich ja gerade gar nicht auf. Naja. So schaffst du schon aus. Das sieht jetzt wenigstens ein bisschen farbenfroh aus. Juhu, Sonne. Ich meine, die Wolle sieht aus wie so eine Karotte irgendwie. Von der Struktur her. What the fuck? Was kennst denn du für Karotten? Nee, von der Struktur her. Die haben auch so die komische Linien drin. Die Karotten. Gut. Ja, bei mir sind die Karossen. Ach, deswegen Karossen. Ja. Ist klar. Karossen mit Struktur. Ja, genau. Karotten gibt es jetzt übrigens auch, falls es die vorher noch nicht gab. Weiß es gar nicht. Ich auch nicht, aber jetzt gibt es sie. Ich kann dir eine holen. Ich habe da drüben Karotten wie heißen die anderen Dinger? Kartoffeln gesehen. Die anderen Dinger.
Devils. Kalt Devils. Dass du auch jede Sprache irgendwie verarschen musst, ey. Na klar. Dann für irgendwas muss ich ja da sein. Du bist kein Rassist. Bin ich auch nicht. Ich darf das nicht tun. Ich bin Antirassist. Darum geht's sowas. Wenn heute nicht Gegenteiltag wäre. Nein, nicht mehr. Mir ist immer Gegenteiltag. Mittlerweile ist Donnerstag. Nee, ist Gegenteiltag. Naja. Ich glaube, es sieht jetzt schon mal farbenfroh aus. Ich jetzt. Kannst du da echt keinen Euro zeigen, Mann? Nein. Geht nicht. Doch gehen. Würde es, wenn man L2 drücken könnte. Du kannst ja auch unten links in das Menü und da ist kein Eurozeichen. Weiß ich, habe ich schon geguckt. Dreck. Ja, egal, dann lassen wir es bei Dollar, dann ist es halt ein bisschen billiger. Das sind ungefähr 7 Euro. 7 Euro. 10 Euro, so, keine Ahnung. Bäne. Ja, scheiße. Scheiß Rassisten wollen hier keinen Euro haben. Sagt das Sony. Ja, nee, nicht Sony. So. Was machst denn du jetzt da vorne? Ja, ich mach gar nichts. Kann man nicht. Mach weiter, du Anzugfritze. Hier, komm her. Wir wissen jetzt schon wieder. Ich schenk dir jetzt eine Karotte. Karotte. Und hier hast du die passende Kartoffel dazu. Komm her, ich will dir eine Kartoffel schenken. Nee, schenk es dir selber. Ach, soll ich es fallen lassen? So. Ja, genau, Tickets. Für den ganzen Tag, oder? Dann. Ja. Okay. Dann kann man hier noch so eine Figur ansetzen. So einen kleinen Schädel. Nee, so ein Dorfbewohner oder sowas. Oder ein Creeper. Also scheiße, ja. Die können ja hier nicht stehen, die haben ja keine Fläche, die stehen ja wieder um. Yep. Ah. Die bleiben sowieso nicht stehen. Außer wir sperren sie direkt ein. Nee, wie gesagt, warte. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, vielleicht bauen wir das auch noch eins weiter vor, oder? Das hat ja auch so einen lustigen Effekt, wenn ich jetzt hier so einen Kopf nehme. Und stell den einfach hier hin. Okay. Von innen kann man die Tür gar nicht zumachen, was ist das für ein Scheiß? Ja, weil du die Schaltertechnik einfach nicht draus hast. Ich weiß, was da helfen könnte. So, jetzt können wir einen Berg dann. Karotte. Ach, Karotte dich selber. Danke, ich kann dein Zeug selber fressen. Wir können doch jetzt hier gleich nicht so nicht direkt einen Berg hinbauen, das sieht doch auch komisch aus. Ich wüsste auch nicht, naja, wie baut man den Berg? Ich habe mir bei meinem Vulkan schon schwer getan. Wenn man einen Berg baut halt. So, jetzt kann man hier so. Ja, natürlich, man baut ja auch Berge so alltäglich. Baut man halt jetzt hier schon mal so einen Weg hin, wo man dann einsteigen kann und dann irgendwo hinfährt. Weil ich dann zu so einem Berg fährt, das kann man machen. Also hier gleich so. Die Schienen hinbauen, quasi. Okay. Was ich jetzt noch nicht probiert habe, ob man die Booster-Schienen auch unterirdisch betreiben kann, so dass man diese blöden Fackeln nicht sieht. Kann man, glaube ich, schon. Das habe ich jetzt noch nicht versucht. Müsste aber im Prinzip gehen. Ich glaube, das ging irgendwie. Ich versuche das mal schnell. Du kannst in der Zeit an der Karotte umknabbern. Kannst mal in der Zeit, ne, ich sag das nicht.
Ja. Schienen. Wofür sind denn die? Ist das jetzt richtig? Detektorschienen? Keine Ahnung, da kann man wohl was treiben oder mit anhält. So. Ich wollte jetzt mal bloß die Booster schieben. Ich weiß. Ein bisschen hiervon. Komm, verschwinde, du scheiß Kuh. Gut. No. Was treibe ich da? Ruhe jetzt. Also das klappt schon mal, das ist gut. Ja gut, bloß brauchst du gerade ein bisschen falsch. Das sollte jetzt nur ein Test werden. Ja, ich weiß. Hoppala. Oh. Genau, jetzt kann man ja die Schiene auf den Berg sozusagen drauf tun und dann einen Berg drumherum bauen. So, indirekt. Also hier schon mit dem Berg anfangen quasi. Okay. Ja gut, wenn du jetzt hier im Berg baust, so weiß ich, dann muss ich gucken, ob ich da irgendwie die Redstone-Fackeln verstecken kann. Ja, wenn nicht, machen wir halt in dem Berg schnell so eine Lücke oder so. Ja. Ne, ich buddel mich jetzt hier mal runter. Weil die Steine, die sehen noch, die Erdsteine, die sehen noch voll scheiße aus, dann. Wenn die so bleiben. Dann nimmst du Gestein. Die bleiben so, ja. Stein oder Holz? Ein Holzberg. Ne, dann wird's halt eine Brücke, ne? Dann machst du Stein. Stein. Oder Kies. Ja. Weil der normale Stein, der ist ja einfach nur grau. Ja. Oder den rissigen Steinziegel, den kann man nehmen. Pflasterstein, wie sieht der aus? Na gut, das sieht jetzt auch. Oder den rissigen Steinziegel, der sieht so aus. Der sieht auch blöd aus. Gut, schäfig. Bemoster. Bemoster. Bemoster Pflasterstein. Was ich genauso gemacht. Was ist das? Innenstein. Wie sieht der aus? Naja, das würde jetzt eigentlich sogar noch gehen. Innenstein. Ja, was hatte ich noch? Also. Oder eben Kies. Aber bei Kies musst du halt bedenken, dass die runterfallen. Ne, beim Sand fallen die runter. Kies auch. Ja. Kies und Sand. Hm. Hm. Also ich finde den Endstein eigentlich ganz gut. Der Endstein? Der hier unten. Ich suche. Der unter Kies, also der ist... Wenn du runter scrollst, beim ersten gleich ganz oben links. Den habe ich hier schon hingebaut.
Und das Gold. So, oder halt den, der wird leuchten. Das sieht auch doof aus. Ja. Dann nehmen wir den. Zumindest von außen besser aus. Deswegen. Gott, ey, Willen. Das ist so ja witzig, wie? Auf jeden Fall. Super, jetzt wird's dunkel und ich buddel mich an den Ohren. Hey, da läuft die coole scheiß Achterbahn hoch, ey. Da muss ja noch eine Schiene drum, so ein Zaun drum rum bauen. Das ist das, solange Gras ist, laufen doch die Tiere rum. Echt? Das habe ich bei meinem Bikini Bottom festgestellt. Überall, wo Sand ist, wo ich schon Sand hingemacht habe, laufen keine Tiere. Weil sie da auch nichts fressen können. Gott, ich brauche eine Fackel, ich sehe hier nichts. Und verschwinde. Ja, aber wir machen ja eh noch einen Zaun hin, würde ich mal sagen. Können sie dann eh nicht rein. Wenn der. Jetzt was kaputt gemacht? Nee. Sagst du jetzt? Eins, zwei. Ach so. Hui! Hm. Oh, stecken geblieben. Gegen. Was häng ich denn hier? Achso. Das hier sieht man ja später eigentlich eh nicht mehr. Da kann ich jetzt hier die Fackel im Baum. Juhu! Mit Sprung, wenn noch nicht sehr weit. Es wäre cool, wenn man das so machen könnte, dass man dann oben wegspringt und dann unten wieder landet und dann weiterfahren kann. Dass man genau auf der Schiene landet, aber ich glaube, das geht nicht. Das ist ganz schnell ausprobiert. Ja, ich habe es auf dem Computer schon mal ausprobiert, da ging es nicht. Warte, lass mal kurz stehen. Versuch es wert. Oh, hä? Ja, die bleiben aber hier stehen, die fahren nicht weiter. Ich will mich ja eigentlich reinsetzen. So, jetzt. Ja gut, vielleicht wenn die Schiene aktiv ist. Ja, und wenn sie vielleicht länger ist. Ja. Was machen die? Das Schwein hier oben. Das sieht aus wie eine Kuh. Nee, das ist ein Schwein. Kühe haben keine stecklosen Nasen. Ich denke auch hier, dass man das sind Kühe, aber das sind Schweine. Oh, hier,
wenn man den Berg dann immer so bauen, hast du innen drin noch genug Platz für die Redstone-Dinge. Jetzt darf man sozusagen bloß außen rum bauen und innen drin holen lassen, sozusagen. Dann hast du eigentlich genug Platz. Ups, Defix. Ja, wenn, dann kann ich mich hier ein bisschen reinbuddeln und dann wieder verschließen. Wir machen es gleich so. Die hupfen über den Zaun drüber, diese Mistviecher. Ja, ein Block können sie hüpfen. Genau wie wir. Boah. Oh, rüber. Gut, dann macht man halt zweifach. Ja, Grütze, fix. Wie viele Schienen machst du immer zwischen den Booster-Schienen? Keine Ahnung, so nach Gefühl. Ich mach einfach mal ein paar. Ich hab's auch nur zum Testen. Ja. Ich hab da eigentlich keine feste Anzahl. Nein, Kuh! Böse Kuh! Hui! Oh, Kutze, ey, das funktioniert wunderbar. Was funktioniert? Ich bin weitergefahren. Okay, dann kommen wir ja eigentlich. Noch ein bisschen höher bauen, dann können wir es ja so mit einbauen. Ja. Aber höher sollte man schon noch bauen. Jetzt sau hier. Hübsche Bühne. Was macht denn das Schwein da? Das steht auf meinem Zombie. Kartenverkäufer. Hehe. Die Grütze fixiert mal, hau ich den falschen Zaun weg. So, ja. Grütze, fünfmal. Wunderbar, hast du das Schild hier platziert. Wie komme ich jetzt hier vorbei? Außer, dass ich einfach durchlaufe. So, jetzt. Ach, ich kann durchs Schild laufen. Gut, Problem erledigt. Den habe ich ja so gemacht, du hörst. Realismus auf ganzer Linie. Es ist Minecraft, nicht Realismuskraft. Du auch immer was zum Beschweren hast, ey. Ist ja wieder Sachse. Realismus muss sein. Gehst. Nee, oh mein Gott, der Schwein hat sich hier voll verkeilt. Sehe ich mir. Mach's kaputt. Ich laufe so viele Kuhschweine rum. Kuhschweine? Kuhbärschwein. Schweinebärkuh. Wartezeit ab hier 30 Minuten. Ab hier 5 Minuten. Schon wieder so ein Schwein. Die laufen überall rum. Ja, kaum bist du, da laufen Schweine rum. Komisch, oder? Und auch hier auf dem Kiesweg. Mit den Tickets müssen wir woanders dahin bauen, weil wir machen jetzt noch einen Zaun hin. Ja, hier siehst du die Kuh. Hier, überall. Ich wette, wenn ich dich hinschaue, legst du deine ganze Zeit diese komischen Kuh-Eier hin, damit die spawnen, oder? Nein. Außerdem sind da Schweine. Sag ich doch. So. Die Berge muss man viel höher noch bauen. Hier kriegst du Karotte zur Stärkung. Oh, jetzt leck mich mal schon deine Karotte. Ey, mit deiner schwulen Karotte immer. Gut für die Augen, das brauchst du hier in Minecraft. Deine Augen sind gut genug. Weißt du nicht, wie schlecht meine Augen sind? Oder wie gut? Naja, ich weiß, dass sie mit der Zeit anfangen zu kokeln. Meine Augen. Ja, deine Augen. Warum kokeln die? Ja, weiß ich denn nicht. Warum sollten die kokeln? Ja, keine Ahnung, sagst du doch immer, die brennen. Ach so. Oh Mann, ey. Bleibt sie noch in Wahnsinn irgendwann. Das wird auch langsam Zeit. Ja. Lange genug drauf hingearbeitet. Oh ja. Na ja, gut, aber ganz ohne Arbeit war ich auch nicht. Hey. Ozelot erzeugen. Das ist ein viereckiger Berg. Ja, da müssen wir noch so Konturen reinhauen. Von Mutti Natur so gewollt. Was bist du Kontur? Cool, das klingt gut, die Natur. Huch, was habe ich hier?
Das nennt man Controller. Ah, fast. Also das ist eine Karotte. Boah, leck mich am Arsch für deine scheiß Karotten. Irgendwann ist alles zugebackt mit den scheiß Karotten. Karotten für die Welt. Ey, baue mich nicht zu. Ah, ich habe meine Karotte wieder gefunden. Hier. Jetzt legst du schon wieder hin, ey, du Karottenrassist. Du sollst sie auch nehmen. Brauch mal da die Turboschiene hin, anstatt dass du hier mit Karotten rumschmeißt. Turboschiene. Ja, aber nicht hier unten, hier oben, du Affe. Turboschiene. Oh Mann, hey, also. Ja, nee. Ja, manchmal. So. Jetzt leuchtet das, leuchtet alles. Kann man das zumachen? Ach, kann man zumachen. Das sieht ja dann auch doof aus, wenn man dann da durchfährt und dann das nichts ausgehöhlt ist irgendwie. Na gut, dann mach mal direkt neben der Schiene halt dann so. Irgendwie, dass es ausgehöhlt aussieht. Ah. So tricksen kann man ja. Na gut, das sollte jetzt nur nicht unbedingt links und rechts. Doch, das muss ja so ein enges Feeling ergeben. Ja gut, aber auch nicht zu eng. Man kann es ja auch mal ein bisschen weitermachen. Nee, kann man nicht. Doch, kann man. Willst du es also monoton halt haben? Genau. Man kann ja ruhig das Innenleben von dem Berg sehen. Nee, kann man nicht. Ich glaub's doch, man sieht die blöden Fackeln nicht, aber kann man ja warnen. Bin da verbaut. Darum ja. Ja, ich weiß. Eine Ente. Nee, ganz. So, ne. Was machst du schon wieder? Was mach ich denn? Nix. Nicht gehen. Ach, dann nicht. Müde Sau. Ach ja, tut mir leid. Ist ja noch nicht spät und du fängst schon zu gehen an, ey. Ja, wenn man frühzeitig aufsteht, dann ja. Frühs, ja. Ja, frühs. Frühs. Mit deinem komischen Dialekt, ey. Was soll ich denn sonst sagen? Früh um 9. Frühs. Ja, völlig ja früh um 9. Ja, da kannst du auch früh sagen. Nee, kann das man nicht. Spart dir eine Menge Worte. Und ist auch. Man sagt ja zum Beispiel auch morgens. Ja, da ist es ja okay. Ja, also kann man auch früh sagen. Ey, wer sagt denn früh? Ich. Ja, du sagst ja schon alles über das Wort aus. Ja. Kommt von dir. Das ja, es kommt von mir. Braucht keine Erklärung. Irgendwie hat es ja was von der Tropfsteinhöhle. Ja, so sollte es ja auch sein. Achso. Vom Effekt her. Na dann, Mission erfüllt. Juhu. Na, bloß das Dach zu machen, dass es dann reinregnet, sonst wird es echt eine Tropfsteinhöhle. Jetzt würdest du natürlich wieder lustig finden. Ja, der Gag war so traurig, dass er schon wieder irgendwas hatte. Was? Der Gag war so traurig, dass er schon wieder lustig war. Ach so. Weiß doch du nicht. Ach, du bist ruhig. Nö. Das ist hier meine Autorität. Schluss ist jetzt dein toller Regenschutz. Ich bin noch nicht fertig. Couch. Anstatt dass du mal so rumfliegst, kannst du auch mal irgendwas bauen.
Irgendwas? Ich hab ja, die passenden Steine. Auf der anderen Seite zum Beispiel das Dach da fertig machen. Ich hab keine Steine im Inventar. Hol dir welche. Ich muss inspizieren. Ja, inspizier mal. Naja, das wird so ein komplett quadratischer Berg. Aber aller Anfang ist schwer. Ja, im Park ist es doch auch immer so künstlich, das passt schon. Wenn man echt einen Berg gewollt hätte, hätte man die so eine normale Welt machen müssen. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Nee, du wolltest ja die flache Welt. Ich wollte gar nichts. Du sollt. Du hast gesagt, für dein Projekt wäre eine flache Welt besser. Ja? Ja. Wäre, ist aber nicht so. Das ist ein komischer Name. Der Name? Mein Name wäre, ist aber nicht so. Klingt italienisch. Du immer was zu maulen hast, ey, du Arschgeige. Tue ich doch mal. Ich hab nur gesagt, dass es komisch klingt. Was ist? Warum bauen wir jetzt eigentlich hier einen Berg und fahren dann wieder runter? Das ja, ach so, weil es ja noch nicht das Ziel ist. Genau, stimmt. Wir wollten ja so einen Wasserberg, habe ich gesagt. Ja. Wollten wir. Ja. Also, wir sind jetzt hier doch schon wieder runter, ja? Ja. Gut, weil hier vorne müssen Booster-Schienen. Er ist der erste Berg. Es leuchtet. Solange es nicht funkelt, geht's ja. Es ist so flauschig. Mal da durch. Ich glaube, das ist zu eng, oder? Die Ente schaut dir gespannt zu? Ja, kann ja auch gespannt sein. Ja, das ist jetzt hier der Nachteil. Wir kommen halt wirklich nur drei Felder runter. Ja, da müssen wir halt vorher hochbauen, dann kommen wir weiter runter. Dreck, jetzt speichert er wieder, der Bock. Ich merk's. Was für ein Intervall hast du, das halbe Stunde? Ich glaub schon. Kann doch nicht sein. Ist vielleicht schon wieder eine Stunde dabei? Tatsache. Nee, noch nicht ganz eigentlich. Jetzt habe ich auch 25 Minuten, also ich weiß es nicht. Geht nicht, du kannst 15, 30, ich 45 kann das. Oder so weiter. Ich gebe hier meine Autorität. Würde ich, wenn du welche hättest. Autorität. So. Geh her, Larry. Aber ich muss die Dinge erst noch zum Leuchten bringen. Funkeln die. Ach, dann müssen wir da ja auch wieder so blöden Zaun dahinter bauen. Kommen die blöden Schafe wieder drauf. Du Bock, du Blöder. Ja, du hast hier auch schon über was vergessen. Hab ich nicht, du bist mir im Weg gelaufen. Ja, vor allem hier vorne. Ja. Hier wie, genauso. Wie bei GTA, da gab's mir auch immer einen Schuss. Ja, und was ist das hier? Dafür kriegst du aber kein volles Gehalt, ey. Ich bin hier der Boss, nicht du. Ich habe mein Gehalt selber. Okay. Ich mach mal eine Testfahrt. Juhu! Hui! Funktioniert alles. Juhu. Bis jetzt. Bis jetzt. Warum bist du da vorne offen, du Couch? Weiß ich nicht. Ich dachte, du hast es offen gelassen zum Reingehen. Was willst du denn da reingehen? Ja, weiß ich doch nicht. Also. Oh Gott, Kind. Aber diese Loren, die fahren ganz schön schnell, also brauchen wir eine ordentliche Strecke. Ja, ja. Damit wir auch was von haben. Nee, wir fahren ja jetzt erst so Wasserberg quasi. Ist ja noch nicht die Achterbahn hier. Jetzt fahren wir jetzt so eine Art Wildwasserbahn. So, ich fahre dann mit dem Boot rum. Und dieser scheiß Essenzaun. Also sprich, wir müssen dann einmal ganz nach oben bauen, damit wir bei dem Wasserding nach unten fahren können. Mit Tempo. Ganz nach oben.
wie es halt geht, mit der Schiene nach oben fahren und dann bauen wir da oben so eine Station und dann geht's mit der Wildwasserbahn nach unten. Also ganz nach oben sind 255 Blöcke. Ja, haben wir ein bisschen was zu tun. Ein bisschen. Ich würde dir helfen mit dem Zaun bauen, wenn ich ihn finden würde. Ja, den Zaun habe ich ja gleich fertig. Also Ja. zumindest so weit, wie wir es jetzt haben. So. Und dann halt da noch Fackeln daneben hin, sonst ist es ja dunkel. Ja gut, hier drin brauchen wir. Ne, da ist ja genug. Da können wir die Fackel eigentlich wegmachen hier drinnen. Ob man da überhaupt raus schon, oder? Upsi. Die Fackel weg, dann fliegt man hier ins Dunkle sozusagen. Leuchtet der Mist jetzt noch, oder? Ihr müsst. Ja, ich glaube schon. Schien, weil das jetzt nicht so aussieht, als würde das leuchten. Was? Alles gut. Hier, Karotte. Leck mich am Arsch mit deiner scheiß Karotte. Und Taco-Stecher. Ja. Ja. Dann können wir aber mit dem Video da schon mal Ende machen und bauen dann selber noch so ein bisschen weiter. Okay. Gut. Dann Gut. ist jetzt Video Ende. Ach was. Ja. Komm, sag tschüss. Sag tschüss. Tschüss. So, und weg.